Hier kommt jetzt nun die Europawahl. Die Europawahl am 19.06. Am 19.06.2024. Europawahl. Am 19.06.2024. Am 9. Juni. 2024 EU-Elections. Die Europawahl in ganz Deutschland im Jahr 2024, also in diesem Jahr. Wird die 10. Direktwahl zum Europäischen Parlament in Deutschland. Sie findet am 9. Juni 2024 als Teil der EU-Wahl in Europawahl 2024 statt. In ganz Deutschland werden 96 der 720 Abgeordneten des Europaparlaments gewählt. Welche Parteien gibt es 2024? Die CDU, die Grünen, SPD und AfD. Wie viele Parteien sind in Deutschland zugelassen? Im Deutschen Bundestag sind seit der Bundestagswahl 2021 fünf Fraktionen, zwei parlamentarische Gruppen und neun Parteien vertreten. Die SPD, Union, CDU und CSU, Bündnis 90, die Grünen, FDP und die AfD. Kommen wir nun zur Europawahl am 9. Juni 2024. Na dann wollen wir mal. Der Termin ist nun bestimmt. Die Europawahl findet am 19. Juni 2024 statt. Das Kabinett hat beschlossen, dass die nächste Wahl zum Europäischen Parlament in Deutschland am Sonntag, dem 9. Juni 2024, also in diesem Jahr, stattfinden wird oder soll. Die Bundesregierung hofft natürlich, dass möglichst viele Wahlberechtigte an diesem Tag ihr Wahlrecht nutzen, um ein Bekenntnis für die europäische Integration und die indirekte Demokratie in Europa abzulegen. Das Europäische Parlament in Straßburg in 66 Millionen Bürger und Bürgerinnen sind in Deutschland zur Wahl aufgerufen. Im kommenden Jahr sind die Bürgerinnen und die Bürger der Europäischen Union dazu aufgerufen, die Abgeordneten des Europäischen Parlaments zu wählen. Zum 10. Mal seit dem Jahr 1979 wird das Europäische Parlament dann direkt gewählt. Die Bundesregierung hat in ihrer Kabinettssitzung am 26. Juni 2023 bestimmt, dass in Deutschland die Wahl der deutschen Abgeordneten zum Europäischen Parlament am Sonntag, dem 9. Juni stattfinden wird. Wieso bestimmt die Bundesregierung den Wahltermin zum Europäischen Parlament?
ein Zeitraum, in dem alle Mitgliedstaaten der EU die Wahlen abhalten müssen, wird zunächst durch den Rat der Europäischen Union festgelegt. Mit Beschluss vom 20. Mai 2023 hat der Rat nun bestimmt, dass die europäischen Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme in dem Zeitraum vom 6. bis 9. Juni 2024 abgeben sollen. Nun hat die Bundesregierung aus diesen Daten den genauen Wahltermin für Deutschland ausgewählt, da die Wahl der deutschen Abgeordneten nach den Vorgaben des deutschen Europawahlgesetzes an einem Sonntag oder auch an einem gesetzlichen Feiertag stattfinden muss, kommt natürlich insofern als Datum nur Sonntag, der 9. Juni 24 in Betracht. Wer ist zur Wahl berechtigt? Alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes sind an diesem Tag zur Wahl berechtigt. Sowie auch alle Staatsangehörigen der übrigen Europäischen Union, Mitgliedstaaten, die in Deutschland ihren Wohnsitz haben. Erstmals können auch Unionsbürger wählen, die am Wahltag das 16. Lebensjahr verendet haben. In Deutschland gibt es jetzt mehr als 66 Millionen Wahlberechtigte. EU-Wahlen sind es rund 350 Millionen Wahlberechtigte, die Abgeordneten im Bundestag wählen können. Nach welchem System wird gewählt? In jedem Mitgliedstaat werden die Mitglieder des Europäischen Parlaments nach dem Verhältniswahlsystem auf Grundlage von Listen oder von übertragbaren Einzelstimmen gewählt. In Deutschland erfolgt die Wahl nach den Grundsätzen der Verhältniswahl mit Listenwahlvorschlägen. Listenwahlvorschläge können für ein Land oder als gemeinsame Liste für alle Länder aufgestellt werden. Auf die Bundesrepublik Deutschland entfallen 96 Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Seit dem Jahr 2014 gibt es bislang auch keine Sperrklausel mehr. Was wäre, wenn es die Europäische Union nicht mehr geben würde? Deutschlands Rolle in der Europäischen Union. Warum soll ich auch überhaupt wählen gehen? Wie läuft eine Wahl ab? So. Welche Partei ist die älteste Partei in ganz Deutschland? Liberale, die erste deutsche Partei mit einem festen Parteiprogramm war die im Jahr 1869 gegründete Liberale Deutsche Fortschrittspartei. Welche Partei war vor der AfD? Identität und Demokratiepartei, die EP-Fraktion, Europäische Konservative und Reformer, EKR, 2014 bis 2016, Europa der Freiheit und der direkten oder auch der indirekten Demokratie, EFDD, 2016 bis 2019, Identität und Demokratie-Idee seit dem Jahr 2019. Was ist die bisher jüngste Partei in ganz Deutschland?
nicht mehr lange hin bis zur Bundestagswahl. Deshalb Zeit, ein paar Fragen zu klären vorher. Was für eine Partei ist die Urbane? Die Urbane ist eine Hip-Hop-Partei. Und sie ist die jüngste Partei in der deutschen Politiklandschaft.